Hallo, willkommen hier bei Jonas Landleben und Küche. Ich möchte mit euch heute Rotkrautsalat machen. Rotkrautsalat besteht aus rotem Kohl, man kann auch weißen Kohl nehmen. Finde ich ganz, ganz schön. Wir haben jetzt Winter, man sollte sich so ein bisschen saisonal ernähren. Also Erdbeeren im Dezember geht überhaupt nicht, schmecken nicht und finde ich überhaupt nicht passend. Gibt tolle Möglichkeiten mit Kohl. Kohl ist halt auch nicht so teuer und ist überhaupt nicht schwer. Ihr seht, wir brauchen nur ein ganz wenig Zutaten dafür und ich zeige euch gleich, wie es geht. Bis gleich. An Gegenständen brauchen wir heute Messer. Ich habe hier verschiedene Messer mir rausgesucht. Ein kleines Messer zum Strunklösen und große Messer. Das ist ja ein Brotmesser mit Riffelung, weil ich noch nicht weiß, wie sich der Kohl schneiden lässt. Ich denke mal, mit dem Brotmesser werde ich das besser schneiden können, weil ich mit der Riffelung einfach mehr Grip dann habe. Dann haben wir eine große Schale, wo wir unseren Salat nachher drin anrichten. Dafür dann auch die Löffel, um umzurühren nachher. Dann brauchen wir selbstverständlich auch wieder unser Schneidbrett. Eine Schale für den Müll. Und bei Rotkrautsalat ist ganz wichtig, dass ihr auch ein Handtuch dabei habt und ein nasses Tuch nachher, damit ihr den Saft, der dann austritt, gleich wieder wegwischen könnt. Weil wenn euch das hier auf die Tischplatte kommt, das geht ganz, ganz, ganz schlecht wieder ab. Also gleich den feuchten Lappen dabei und feucht abwischen und dann dürfte eigentlich nichts schief gehen. Zu den Zutaten heute. Wir brauchen 1 Kilogramm roten Kohl. Ihr könnt auch weißen Kohl dafür nehmen, überhaupt gar kein Problem. Ihr seht, ich habe mir Handschuhe angezogen, weil diese rote Farbe von dem Rotkohl ist wirklich nicht zu unterschätzen und ich möchte nachher keine knallroten Hände haben. Deshalb trage ich heute Handschuhe. Dann brauchen wir ungefähr 1/4 Teelöffel grob gemahlenen Pfeffer. Der ist jetzt aus meiner Pfeffermühle. Guckt bitte auf gar keinen Fall den fein gemahlenen Pfeffer irgendwie aus der Tüte nehmen, das könnte viel zu scharf werden. Schmeckt das bitte nach eurem eigenen Empfinden ab. Dann brauchen wir 5 Gramm Salz, 10 Gramm Zucker, 12 Gramm Essig und 15 Gramm Öl. Ich habe mir jetzt alles aufgebaut. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich das Brotmesser benutzen werde und halt dieses kleine Messer, das andere Messer habe ich wieder weggelegt. Mein Schwamm ist auch dabei, den habe ich gerade ein bisschen nass gemacht und ein trockenes Handtuch. Und jetzt teilen wir als allererstes den Kohl einmal in der Mitte durch. Jetzt schauen wir hier unten, da gibt es so einen Strunk. Das habe ich gar nicht mittig ganz getroffen. Hier muss ich nur so ein bisschen nochmal wegschneiden. Und hier gucke ich jetzt, dass ich den Strunk rausschneide. Einmal so ringsrum. Da müssen wir noch ein bisschen tiefer schneiden. Und aufpassen, alles was daneben fällt, wirklich gleich vom Tisch aufsammeln und in die Schale wegen der Flecken. So, wir haben das so weitestgehend rausgeschnitten. Jetzt lege ich erstmal die eine Kohlhälfte weg und werde jetzt ganz, ganz dünn hier runterschneiden, sodass wir ganz dünne Streifen bekommen. Nicht so ganz einfach, weil ich auch mit dem Messer noch wegrutsche. Ich werde das jetzt erstmal zu Ende schneiden und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Wenn wir jetzt zum Endstück kommen, dann können wir natürlich auch es einfach hinlegen und dann von der anderen Seite weiterschneiden. Die werden dann zwar ein wenig kleiner, die Teile, aber das macht halt überhaupt gar nichts, finde ich immer. Wir können das auch wiederholen und dann so lange hin und her drehen, dass wir das Stück sicher in der Hand halten. Noch einfacher geht es natürlich, wenn man eine Küchenmaschine benutzt. Nur vielleicht hat man ja keine zur Hand und möchte halt trotzdem
schnell einen Salat machen. Der dauert halt wirklich nicht lange selbst zu machen. So, so ein bisschen das erste Teil. Ihr könnt ihn auch noch feiner schneiden. Nur ich mag es halt, wenn es ein bisschen knusprig ist. Ihr seht, ich komme jetzt alles hier in die Schale packen. Ich habe eben ein paar Endstücken beiseite getan, beziehungsweise große Stückchen. Die waren mir jetzt so ein bisschen zu groß. Die habe ich mir einfach beiseite gelegt und schneide sie einfach nochmal ein bisschen kleiner, damit man sie dann doch auch besser in den Mund bekommt. Oder solche Blätter dabei, die einfach nochmal kleiner schneiden. So, zweite Hälfte mache ich auch schnell fertig und dann richte ich auch schon an. Alles fertig geschnitten. Ich möchte euch jetzt das Brett auch nochmal zeigen. Jetzt kann man, glaube ich, wirklich richtig sehen, wie ich euch bei meinem Entsorgungsvideo gezeigt habe, wie viele Schnitte hier wirklich schon auf dem Brett halt enthalten sind. Da ist jetzt schön der Farbstoff drin. Deswegen immer Brett benutzen, niemals auf der Tischplatte, wegen den Einschnitten schon alleine. Und halt sind jetzt wirklich Farbspuren ganz doll in Rot drin. Die gehen mit der Zeit auch wieder weg. Aber jetzt ist es erstmal drin. Meine Finger haben es überlebt, weil ich ja die Handschuhe anhabe. Jetzt zeige ich euch, wie wir würzen. Erst einmal zeige ich euch, es ist überhaupt nicht viel an Müll übrig geblieben. Wenn ihr ein Kaninchen habt oder sowas, die mögen das ganz gern. Ansonsten könnt ihr es auch einfach auf den Kompost geben. Wir haben jetzt hier unseren geschnittenen roten Kohl. Jetzt nehmen wir den Zucker, streuen ihn dort hinüber, das Salz, den Essig und das Öl. Nicht wundern, das ist überhaupt nicht viel, weil wir lassen es jetzt gleich noch ein bisschen stehen und dann wird es Wasser ziehen. Und dann haben wir schon Soße dann halt genug. Jetzt zum Schluss gebe ich den Pfeffer darüber, nehme meine beiden Löffel von vorhin und arbeite das einfach mit den Löffeln gleich durch. Manche mögen es, wenn es richtig geknetet wird, dann zieht es natürlich viel mehr Saft. Ich mag es lieber super schön knackig. Und wenn wir jetzt nur vorsichtig mit den Löffeln die Gewürze untermischen, dann bleibt er auf jeden Fall knackiger, als wenn wir mit den Händen wirklich einarbeiten. So, eigentlich könnt ihr jetzt gleich servieren. Ich lasse es immer noch eine Stunde stehen, damit es schön vom Geschmack noch super durchziehen kann. Und dann zeige ich euch gleich noch, wie ihr das super noch anrichten könnt, damit es auch nett aussieht. Jetzt, eine halbe Stunde später, kann man schon schön sehen, es hat schön Saft gezogen. Das ist jetzt hier eine bisschen salzige Variante. Wenn ihr es lieber süß-säuerlicher mögt, dann müsst ihr einfach die Zucker- und die Essigteile erhöhen. Geht da peu à peu vorsichtig ran. Immer wieder ein Schlückchen Essig, ein bisschen Zucker. Sonst hat man ruckzuck zu viel Essig drin und das kann man dann schlecht kompensieren. Ich zeige euch jetzt, was es heute dazu gibt. Dazu gibt es heute bei uns einen rustikalen Eintopf. Wie dieser Eintopf geht, das zeige ich euch dann auch noch ein anderes Mal. Und gleich kommen wir jetzt zum Anrichten. Zum Anrichten brauchen wir heute einen kleinen Teller, das ist jetzt ein Kuchenteller, ihr könnt auch einen normal großen Teller nehmen, einen Esslöffel, eine Kuchengabel, ein Glas, das ist jetzt ein Marmeladenglas, passen 200 Gramm rein und weil die Öffnung so schmal ist, habe ich mich dafür entschieden, dass ich dafür eine kleine Gabel benutze, weil es einfach auch feiner auf dem Teller später aussieht. Und wir brauchen dann noch eine kleine Schale, wo wir unseren Eintopf reinpacken. Hier habe ich jetzt ein bisschen getrockneten Rosmarin aus meinem Garten zu Dekozwecken. Den kann ich dann nachher auch, wenn er nicht feucht wird, wieder in den Schrank tun. Nur, das zeige ich euch aber gleich. Und hier ein bisschen fein geschnittener Porree. Mein Tuch und mein Handtuch dürfen natürlich nicht fehlen, weil wenn wir jetzt beim Einfüllen in das Glas, was auf die Tischplatte kommt, kann ich es halt sofort wegwischen. Ich nehme jetzt mein Glas, gehe über die Schale und nehme jetzt natürlich meine Finger, weil meine Hände sind frisch gewaschen. Wenn ihr kocht, solltet ihr immer frisch die Hände waschen, auch wenn ihr zwischendurch eine rauchen geht oder auf die Toilette geht. Immer frisch die Hände waschen, bitte. Jetzt nehme ich einfach das Kraut mit den Händen und stopfe das in mein Glas.
Wenn was daneben geht, macht ihr es weg und stopft es dann trotzdem rein. Und aus dem Grund über der Schale, dann kann eigentlich nichts, ja, jetzt ist es mir doch passiert, hier auf die Tischplatte fallen. Vielleicht wegwischen. Also ich habe jetzt auch einen sauberen Lappen genommen. Nicht, dass ihr jetzt sagt, jetzt hat sie sich die Hände gewaschen und nimmt den dreckigen Lappen. Nein, nein, ich habe mir einen ganz sauberen Lappen genommen. So, nun kann ich, weil ja ein bisschen was übergestanden hat, das Glas auch nochmal abwischen und trockne es hinterher ab. Jetzt nehmen wir das Glas, setzen es auf den Teller. Wenn es ein bisschen schief steht, so wie bei mir, ist es überhaupt nicht schlimm. Jetzt holen wir uns unseren Eintopf mit meiner kleinen Schale. Jetzt fülle ich den Eintopf, das ist ein grober Eintopf. Ich habe schon gesagt, das zeige ich euch dann auch nochmal, wie man den macht, hier in meine Schale. Das setzen wir jetzt einfach daneben. Nun nehmen wir den Rosmarinzweig, legen ihn, so dass es auch dekorativ aussieht, über das Glas. Jetzt nehmen wir die Porridge-Stückchen und geben sie über unseren Eintopf. Der, der es nicht mag, der kann sie dann nachher wieder runtersammeln. Alles überhaupt gar kein Problem. Jetzt nehmen wir unseren Löffel, legen ihn davor und die Kuchengabel einfach da auch nochmal oben drauf. Ich wünsche euch einen guten Appetit und überrascht eure Familie. Eine Kleinigkeit habe ich ja noch für euch. Wenn ihr andere Teller habt, so längliche Teller, könnt ihr die natürlich auch verwenden. Ihr nehmt dann einfach euren Eintopf, setzt ihn auf die andere Seite, euer Marmeladenglas auf die andere und legt Löffel und Gabel wieder davor. Dann habe ich hier ein Zettelchen hier gemacht, wo drauf steht für Jan, einfach so rausgerissen. Und jetzt kann ich das hier auch, wenn ich irgendwie Gäste bekomme, einfach dranhängen. Und dann sieht das auch noch ganz nett aus und ist sehr, sehr, sehr persönlich. Jetzt könnt ihr aber auch, wenn ihr solche Gläser nicht habt, andere Gläser nehmen. Ich habe jetzt hier ein Leberwurstglas. Das könnt ihr auch hier draufsetzen. Legt wieder euer Zweiglein drauf. Und dann könnt ihr das auch, ihr könnt es auch so ein bisschen drauflegen, wenn es jetzt nicht geht. Oder macht es halt hier an die Suppenschale so ein wenig dran. Das ist ganz euch überlassen. Ich wünsche euch super, super viel Spaß. Probiert euch einfach aus. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach. Tschüss.